Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen 24-Stunden-Challenge. Ja, es ist wieder soweit. Und damit ist eine sehr ferienmäßige wieder und es passt perfekt zu den heißen Temperaturen gerade. Ich brauche eine Abkühlung und so werde ich 24 Stunden lang im Pool verbringen. Werde ich es schaffen oder nicht, das finden wir zusammen heraus. Ich dachte mir, ich werde jetzt gleich erstmal zusammen mit euch einkaufen gehen. Wir werden mal schauen, was wir so im Laden finden. Vielleicht noch irgendwelche coolen Floaties oder Poolsachen, damit es nicht so langweilig wird. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es doch mit der Zeit ein wenig langweilig werden könnte. Und ich brauche ein paar Snacks und Trinken auf jeden Fall. Ja, wir schauen mal, was um 3 Uhr nachts passiert. Ich hoffe, nichts Gruseliges. Ich brauche auf jeden Fall noch Dinge für eine Candy-Challenge, Leute. Und wenn ich hier nicht coole Sachen und neue Sachen finde, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, das wird sehr spannend. Ich freue mich mega darauf. Und ich hoffe, euch gefällt das Video auch. Also lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich mega freuen, auch wenn ihr Bock habt auf mehr 24-Stunden-Challenges. Bei 13.000 Daumen nach oben gibt es wieder die nächste. Also lasst es mich unbedingt mit einem Daumen nach oben wissen, ob ihr Bock darauf habt. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mit. Und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, let's go! Irgendwie gibt es hier super oft Bananenlimonade. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Jetzt gibt es einen kurzen Swimmingpool-Haul, bevor es gleich reingeht in den Swimmingpool. Und da habe ich mir einmal so eine Matte hier geholt. Die sieht richtig chillig aus. Dann habe ich mir so einen chilligen Ring hier geholt. Ich habe eigentlich auch schon einen Glitzerring, der durchsichtig ist, damit ich den auch im Meer benutzen kann. Aber so einen hatte ich noch nie mit so einer Lehne. Also eigentlich ist es ein Sessel. Aber der glitzert so schön und ich lieb's. Dann habe ich gegen Langeweile mir so einen hüpfenden Wasserball geholt. Die finde ich immer richtig nice. Und jetzt nicht lachen, okay? Ich habe mir das Verrücktesten dort gekauft. Und zwar eine Wasserpistole. Als Hai. Ja, guckt euch das mal an. Wie sieht das denn bitte aus? Ein bisschen weird und hässlich, aber egal, ich musste es einfach mitnehmen. Gab es auch als Delfin, aber ich wollte die harte Variante hier. Sehr Gangster. Ja, jetzt mache ich eben schnell alles fertig, ziehe mich um und dann geht's ab in den Pool. Guckt euch mal an, wie groß der ist mit so viel Glitzer. Oh mein Gott, ich freue mich schon so sehr auf diesen Schwimmring. Oh, wow. Lassen die mich damit in den Pool? Ich weiß nicht. Das ist schon sehr groß. Ich glaube, der stand irgendwas mit 1,80 Meter oder so. 1,88 Meter. Bei meiner Overnight war es sehr schlimm für mich, dass ich all meine Floaties gehen lassen musste. Ich durfte keins am Ende mehr behalten. Das war richtig schlimm für mich, mein Herz. Keiner ist im Pool. Das heißt, der ganze Pool gehört mir. Eine Challenge hier, komplett alleine im Pool, das ist nice. So stelle ich mir das vor, Leute. Das ist richtig cool. Ich wünschte jetzt nur, ich hätte eine Meerjungfrauenflosse. Mit der Meerjungfrauenflosse wäre es eigentlich so cool, aber ich habe die jetzt nicht mitgenommen, Leute. Wie schön das Wasser aussieht. Das ist das erste Mal, dass ich hier Polizei höre. Wirklich, sonst habe ich nie Polizei hier gehört. Oh, es ist schön warm. Ich hätte jetzt gedacht, es ist kühler, aber es geht. Also es ist nicht so kalt wie deutsche Freibäder oder so. Das ist richtig schlimm. Alter, das kann ich gar nicht. Ist jemand so hardcore und geht irgendwie schon Maien Freibad? So, Leute, sieht man mich? Die Sonne ist richtig am Knallen. Auf jeden Fall werde ich jetzt, glaube ich, ein bisschen mit meinem Schwimmring rumschwimmen. Den ausprobieren. Da ist er gerade verschwunden. Ich werde mal gucken, wo ich die Kamera hinstelle, weil so ist es echt hell. Aber ich will mich nicht beschweren, weil ich liebe die Sonne. Sonne. Ja. Ich liebe die Sonne. Gebt euch mal, wie groß der ist. Der ist so riesig. Eigentlich kann ich auch so rumschwimmen. Man sieht mich, ich habe Auftrieb. Ich habe Schaden. Ich bräuchte einen Schwimmring mit Dach, Leute. Nicht mit einer Lehne, sondern mit einem Dach. Gibt's sowas? Ich habe sowas sonst nur für Babys gesehen, aber ich brauche sowas selber. Ich brauche einen Schwimmring mit Haidach. So, Leute, ich habe... So Leute, ich habe jetzt meine Matte hier am Start. Die sieht echt cool aus, so schön bunt. Ich liebe bunte Farben. Das macht mich so happy. Aber ob ich damit wieder untergehe, ich hatte ja schon mal so eine Matte. Saß darauf so komisch, das sah so peinlich aus. Das war nicht mehr normal. Ich habe mich so geschämt für diese Matte. Ich glaube, das war so eine Kindermatte oder so. Ich weiß es nicht, aber die war viel zu klein. Sieht ja von der Größe her wenigstens noch ganz gut aus, aber ob die mich wirklich hält? Ich konnte die nicht so prall aufpusten. Ich hoffe, die hält mich aus. Ich habe ein bisschen immer Angst bei solchen Matten, ehrlich. Aber die sehen halt so schön aus. Okay, ich habe offiziell Angst vor dem Teil.
Warum machen wir Luftmatratzen Angst? Hilfe! Das ist auch so windig. Ich spaziere durch den Pool. Yay! Ich weiß sonst nicht, was ich tun soll, Leute. Nein! Ist noch normal? Ich glaube nicht. Yay! Becky alleine im Pool mit Mr. Blatt. Das ist mein einziger Freund. Und anscheinend will er noch nicht mal bei mir bleiben. Er will weg von mir. Hallo? Ich fühle mich beleidigt. Noch nicht mal ein Blatt möchte mit mir im Pool sein. Das ist so sad. So Leute, und jetzt überlege ich, was ich gerade die ganze Zeit machen könnte. Man hört so ein bisschen Baulärm die ganze Zeit, was ein wenig nervig ist, muss ich sagen. Also das zerstört ein bisschen das Ganze, aber ich glaube, die erweitern das Hotel. Aber eigentlich könnte ich ja ganz kurz den Pool wechseln, oder? Dürfte ich das? Wäre es erlaubt in der Challenge? Ich wäre in weniger als 30 Sekunden im anderen Pool. Also das gehört dann noch zur Challenge, oder? Ich bin dann eigentlich 24 Stunden trotzdem im Pool. Ich mache mir zu viele Gedanken, Leute. Das ist nicht mehr normal. Es ist schon sehr einsam hier. Becky ist forever alone. Schon wieder. Leute, das ist das Kennwort. Wir brauchen eine Forever Alone Party. Aber erst, wenn ich weniger Zuschauer habe, weil irgendwie sind hier super viele, die gerade die Zimmer aufräumen und irgendwie ist mir sonst ein bisschen peinlich. So Leute, ich habe jetzt hier meinen Ball und mal gucken, ob der wirklich übers Wasser hüpft. Wow, toll. Das war kein Hüpfen, das war einfach nur ein Plumpsen. Toll, er kann schwimmen, das war's. Was ist das? Ich dachte, er könnte so bing, bing, bing machen, aber das kann er nicht. Ich wollte so einen hüpfenden Ball haben. Oder mache ich irgendwas falsch? Bei zu viel Langeweile entstehen die verrücktesten Ideen. Und zwar, wir gehen jetzt zusammen nach Haien tauchen. Ja, ihr hört richtig, hier im Pool. Ich meine es ernst. Ihr werdet einen richtigen Hai sehen. Und zwar in 3, 2, 1. Let's go! Und wie fandet ihr Beckys Shark Diving Tour? Hallo, es gab sogar einen tanzenden Hai zu sehen. Das gibt's nur bei Beckys Tour. Sonst nirgendwo, Leute. Und jetzt wieder zurück zum gammeligen Pool-Alltag von Becky. Die Sonne ist so hell. Alter, sehe ich ugly aus gerade. Ich bin Ariel, die Meerjungfrau. Nicht. Was ist das denn, Leute? Seit wann kann dieser Ring so stehen im Wasser? Wahrscheinlich wegen der Lehne halt, aber das sieht so komisch aus. Okay, ich lasse den einfach mal so schwimmen. Ja, okay, der hat wohl keinen Bock mehr drauf gehabt. Ja, danke schön. Okay, Leute, ich habe hier meine Tüte mit all meinen Sachen. Und ich glaube, oh mein Gott, da ist auch das, was ich brauche. Ein Ventilator, damit mir nicht zu heiß ist. Ich habe so einen Hasenventilator. Ich habe gedacht, das sei erst Fanta, aber das ist, glaube ich, gar nicht Fanta. Weil die haben auch normale Fanta gehabt. Aber auf der anderen Seite sieht das Logo aus wie von Fanta, oder? Findet ihr nicht? Auch die Schrift und so? Das gehört zur Coca-Cola-Gruppe. Also muss das doch Fanta sein, oder? Mit Bananengeschmack. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Es schmeckt irgendwie nicht so nach Banane. Das schmeckt wirklich wie Kaugummi. Habt ihr schon mal so eine schöne Dose gesehen? Wow, das schmeckt richtig gut. Oh mein Gott, das kann ich jetzt so auftrinken. Aus Korea? No way. Aber das schmeckt richtig lecker. Chubby heißt das Getränk und ist total blau. Irgendwoher kenne ich den Geschmack, aber ich weiß nicht mehr, an was mich das erinnert. Aber es schmeckt ultra künstlich. Aber kommen wir dafür zu dem hier. Ist auf jeden Fall Pfirsich und Wassermelone. Ich liebe das. Mal gucken, wie das schmeckt. Boah, das schmeckt tausendmal besser. Im Gegensatz zu den anderen Sachen ist das richtig gut. Und jetzt, Leute, kommen wir zu meinem Snack. Und zwar habe ich mir einmal so eine Riesenpackung Cheetos geholt. Solche Cheeto-Puffs. Hatte ich die schon mal? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Die sind richtig orange. Oh mein Gott, die sind schon Neon. Mmh. Oh, die sind ultra lecker. Cheddar-Popcorn-Mix. Käse und Karamell. Habt ihr schon mal sowas gehört? Davor ekel ich mich. 3, 2, 1. Er schmeckt gar nicht krass nach Käse. Eigentlich gar nicht. Aber wenn wir schon beim Thema Käse sind, ich habe noch die hier geholt. Cheezillas. Erinnere mich ein bisschen an diese Cheeto Puffs. Aber die sind ein bisschen weicher. Sind ganz okay. Forever Alone Party in Ohio. Und Leute, es gibt jetzt Mittagessen. Pizza,
Frikandel, Frühlingsrolle, von allem etwas. Ich glaube, das sind Onion Rings. Dann keine Ahnung, was das ist. Und Chicken Nuggets. Yummy! Setz mich jetzt hier an den Beckenrand. Aber ich habe noch meine Füße im Wasser. Also zählt das noch. Und ich werde jetzt hier eben essen. Seht ihr das? Ich bin noch mit den Füßen im Wasser. Leute, ich bin durch Langeweile auf ein Spiel gekommen. Und zwar in das Loch hier zu werfen. Ja, das ist mein Basketballkorb. Schaff ich's? Boah, das war einfach easy. Das war viel zu nah. Das gilt nicht. Das ist ja wirklich wie ein Korb. Wie cool ist das denn? Mittlerweile ist die gesamte Sonne hier eigentlich weg. Deswegen habe ich mir gedacht, ich renne jetzt eben rüber zum anderen Pool. Also, let's go. Hier sind so viele Leute, das ist nicht mehr normal. Aber ich weiß nicht, wie lange ich reden kann, weil meist machen die Musik an. Und dann kann ich nicht reden, weil, ja, da gibt es immer Probleme bei YouTube. Aber nur, damit du Bescheid wisst, falls ich nachher nicht reden kann. Pool, weil da drüben spielt die ganze Zeit Musik. Das war ein bisschen blöd. Auf jeden Fall hatten wir ein richtig cooles Spiel. Das war einmal die Mitarbeiter von dem Hotel versus die Gäste. Und das war so lustig und so spannend. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder komplett alleine hier. Die Sonne knallt aber nicht mehr und ja, ich habe den ganzen Pool für mich. Und dafür kann ich wieder meine Floaties benutzen. Leute, die Poollichter sind angegangen. Grün und dort hinten ist auch noch pink, meine Lieblingsfarbe. Das sieht so schön aus. Und das Wasser ist immer noch richtig warm. Ist überhaupt nicht kalt oder so. Ist richtig, richtig warm. Als hätte jemand, ja, so eine Badewanne voll gemacht mit Wasser. So warm ist es. Meine Finger sind auch schon richtig schrumpelig und meine Steinchen gehen ab. Das ist so sad. Sogar mein Lack geht ab. Ich hoffe, dass ich tatsächlich 24 Stunden schaffe, aber ich stelle mir das gar nicht mehr so einfach vor, weil, ja, das halt Salzwasser ist. Das greift halt total auch die Haut an. Ich habe Angst, dass die nachher kaputt geht oder so. Einfach nur schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimmen! Mein Schwert. Geht man damit unter? Alter, das bringt ja gar nichts. Was ist das? Ich fühle mich damit überhaupt nicht sicher. Hallo. Okay, Leute, Aktion Wespe retten. Hier. Sie sind in den Pool gefallen. Oh nein. Da, 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 da. Ich habe sie gerettet. Tada, jetzt geh runter. Komm, geh runter, nicht zu mir. Leute, es ist mittlerweile dunkel geworden und ich bin immer noch im Pool. Schaut mal, wie dunkel es ist. Tada! Super dunkel. Alter, meine Augen. So fühle ich mich auch so, wie ich gerade gucke. So, oh, oh mein Gott, ich bin alleine. Sehr, sehr spooky. Also eigentlich passt es perfekt zu Halloween. Und ich wurde noch nicht rausgeworfen, Leute. Ich wurde nicht rausgeworfen. Es hat keiner was gesagt. Keiner. Also irgendwie sind die Leute hier chilliger. Aber trotzdem gruselig. Und das Wasser ist immer noch warm. Das Wasser ist tatsächlich immer noch warm. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen beheizt wird hier, aber ich glaube, das ist immer noch, weil die Sonne den ganzen Tag drauf geschienen hat. Aber ja, ist eigentlich voll angenehm. Einerseits finde ich es gruselig, auf der anderen Seite macht es Spaß. Irgendwie ist es auch voll aufregend, mein Herz. Guckt euch das mal an. Voll cool mit den ganzen Lichtern und so. Richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera es so gut rüberbringt, aber es sieht so schön aus. Ehrlich. Aber es macht mir ein bisschen Angst, alleine noch hier drin zu sein. Oh mein Gott, da ist was runtergefallen. Gar kein gutes Zeichen. Oh mein Gott, wie das aussieht. Seht ihr, wie dunkel es ist? Also wenn etwas spooky ist, dann ist es nachts alleine im Pool zu sein. Findet ihr nicht? Das ist mit Abstand eines der gruseligsten Dinge überhaupt. Man erkennt sogar die Sterne hier in der Kamera, glaube ich, oder? Kann das sein? Wow! Hier ist so ein schöner Sternenhimmel. Sorry, dass ich ein bisschen grün bin, aber die meisten Lichter sind hier einfach grün, wieso auch immer. Obwohl, die wechseln. Hä? Die wechseln ja ihre Farbe. Ja, auf jeden Fall könnte ich meine Floaties eigentlich wieder benutzen, oder? Sollte ich vielleicht machen und die holen? Leute,
Aua! Hier ist Megan! Megan ist wieder da! Was macht die hier? Was zum... Nein. No way. Nein, ich werde auf gar keinen Fall im Pool bleiben, wenn die da ist. Was zum... Also hat die mich die ganze Zeit beobachtet oder was? Sind wir sie? Was macht sie hier? Was macht sie hier? No way. Nein, ich bin raus. Bitte, ich bin raus. Ich nehme nicht den Ausgang. Leute, ich muss abhauen. Nein, ich gehe aus dem Pool. Alter, woher kommt die? Leute, ich habe mich jetzt hier versteckt. Woher kommt die? Was will sie von mir? Die stand plötzlich am Pool. Oh, das war Megan. Das war hundertprozentig Megan.